Erika Steinbach ist nun die nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Menschenrechte sind universell, sie sind unteilbar und sie sind unveräußerlich. Herr Stresser, das mögen für Sie vielleicht olle Kamellen sein, aber man kann das nicht oft genug wiederholen. Nur steter Tropfen höhlt den Stein. Das möchte ich mal deutlich hinzufügen. Es ist gut und es ist richtig, dass sich der Deutsche Bundestag für Menschenrechte weltweit einsetzt. Ich halte das für genauso unverzichtbar, dass wir aber auch, und Herr Kollege Stresser, da gebe ich Ihnen recht, dass wir auch vor unserer eigenen Tür kehren und dass wir uns mit eigenen Defiziten im Lande durchaus auseinandersetzen. Und da muss ich schon sagen, die letzten Wochen und Monate, die bundesweiten Berichte über sexuellen Missbrauch von Kindern schrecken zutiefst auf. Es ist gut, dass über weitergehende Prävention intensiv seitens der Bundesregierung nachgedacht wird. Es ist gut, dass alle gesellschaftlichen Gruppen dabei eingebunden werden sollen. Was ich in den Debatten der letzten Wochen allerdings mit tiefem Befremden registriere, das ist die Fokussierung dieser Vergehen auf die katholische Kirche. Hier ist schlicht und ergreifend die Gewichtung bezogen auf die Anzahl der Täter inzwischen vollständig verschoben. Ja, auch in katholischen Einrichtungen hat es Missbrauchsfälle gegeben. Ja, auch dort sind nicht in jedem Einzelfall die richtigen Maßnahmen getroffen worden. Aber der katholischen Kirche den Willen zur Aufklärung und das Mitgefühl für die Opfer abzusprechen, das halte ich für schlichtweg infam. Dahinter steckt Methode, und als Nicht-Katholikin sage ich das auch in aller Deutlichkeit. Tatsache ist, die übergroße Zahl, nämlich rund 99% dieser scheußlichen Vergehen, spielt sich in anderen gesellschaftlichen Bereichen ab. Und der prozentuale Anteil aus dem Bereich katholischer Einrichtungen liegt bei nicht einmal 1%. Und wenn ich nun die Stimmen aus dem Bereich der Grünen in Richtung katholische Kirche vernehme, so erinnert mich das muss ich schon auch feststellen, sehr drastisch an den Täter, der anderen in die Hosentasche greift und ruft, haltet den Dieb. Die grünen Äußerungen sind pures Ablenkungsmanöver von sich selbst. Es waren Grüne in der Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule und Päderasten, so hieß diese Bundesarbeitsgemeinschaft der Grünen, Schwule und Päderasten, die 1985 den Schutz Minderjähriger, den Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch insgesamt aufheben wollten. Und es ist eine Menschenrechtsfrage. Und waren Sie, Herr Kollege Beck, der 1988 für eine Entkriminalisierung der Pädosexualität als nächsten Schritt nach der Mobilisierung der schwulen Bewegung einforderte. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen? Ich will den Satz nur zu Ende führen, dann kann er gerne eine Frage stellen. Die strategischen Überlegungen von Ihnen, Herr Beck, sind ja nachlesbar als Beitrag in dem Buch Der pädosexuelle Komplex, übrigens bis zur Stunde in der Bundestagsbibliothek vorhanden und ausleihbar. Und es ist gut, Herr Beck, dass Sie sich inzwischen davon distanziert haben. Vielleicht erübrigt sich jetzt Ihre Frage. Also ich mache mir schon große Sorgen über Ihr Erinnerungsvermögen, da Sie die gleiche Schote in der letzten Menschenrechtsdebatte auch gebracht haben. Dann habe ich Ihnen erklärt, dass das damals ein verfälschter Artikel, nicht autorisiert von einem anonymen Herausgeber war. Angelika Graf hat unseren Schlagabtausch damals korrekt bewertet. Hätten Sie Anstand, würden Sie sich für Ihre Äußerung entschuldigen. Wären Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass kein Verband der Bundespartei Die Grünen und die Bundespartei Die Grünen niemals diese Forderungen, die Sie gerade zitiert haben, sich zu eigen gemacht haben? Wären Sie auch bereit, zur Kenntnis nehmen, dass auf meinen Antrag hin der Bundeshauptausschuss meiner Erinnerung nach im Jahre 1986
die Nichtanerkennung dieser Bundesarbeitsgemeinschaft beschlossen hat und daraufhin eine neue Arbeitsgemeinschaft gegründet würde. Wenn Sie solche Falschbehauptungen aus Ihren politically incorrect Seiten hier zusammenkramen, finde ich das wirklich unanständig. Und wenn Sie das zweite Mal tun, dann heißt es wirklich, dass Sie nicht bereit sind, dazu zu lernen. Das ist nicht mehr Kollegialität unter Demokraten. Das ist Ihrer nicht würdig, Frau Kollegin. Und würden Sie sich vielleicht mal mit der Vergangenheit Ihres Verbandes auseinandersetzen, wenn Sie schon hier meinen, mit Entlastungsvorwürfen die katholische Kirche zu entlasten? Ich habe das Gefühl, die Deutsche Bischofskonferenz ist da wesentlich weiter als das, was Sie sagen. Die setzen sich nämlich an die Aufarbeitung. Und das ist auch gut so, obwohl nicht alle Bischöfe gleichermaßen da die richtige Tonlage gefunden haben. Herr Beck, ich habe eben gesagt, es ist gut, dass Sie sich von diesem Beitrag distanziert haben. Allerdings muss ich hinzufügen, Sie sind ein guter Jurist. Wie ich Sie kenne, Herr Beck, wie ich Sie kenne, hätten Sie, wenn Sie die Möglichkeit gehabt hätten, dieses Buch längst verboten, wenn es so gewesen wäre, wie Sie hier behaupten. Das muss ich nur sagen. Also, ich glaube, es ist nötig, dass die Grünen, wer damals die Grüne Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule und Päderasten bevölkerte, Kurzbezeichnung SCHWUP, mitgetragen wurde es von den Grünen erst. Wer ist denn heute noch aktiv aus diesem Bereich? Und den Vorstellungen auch Grüner entsprach das pädosexuelle Innenleben in der Reformschule im Odenwald. Dieses Eldorado für Kinderschänder unter dem Deckmantel von Fortschritt und moderner Erziehung galt doch als ein erstrebenswertes Modell. Und es ist heute nötig, dass die Grünen auch mal für sich in sich gehen, in ihren eigenen Reihen forschen und ihre eigene Vergangenheit aufarbeiten, ehe sie mit dem Finger auf andere zeigen. Ich habe ja die jüngsten Presseerklärungen gelesen, die von Seiten Ihrer Fraktion dazu abgegeben worden sind. Aber bei der Vergangenheitsbewältigung scheint mir, ist Ihnen wohl ein bisschen mulmig zumute. Anders kann ich die Äußerungen Ihres Kollegen Gergi Montag, der auch gerade eingetroffen ist, nicht interpretieren, denn Herr Montag, Sie haben gesagt, bei der Frage nach der Verlängerung strafrechtlicher Verjährung, das sei fundamentalistische Rachsucht. Das kann ich nun wirklich nicht nachvollziehen. Fundamentalistische Rachsucht ist das mit Sicherheit nicht. Frau Kollegin, der Herr Montag würde ganz gerne darauf erwidern, ja, beziehungsweise eine Frage stellen. Aber gerne. Ja, sehr geehrte Frau Kollegin, wenn Sie schon zitieren, dazu sind Sie offensichtlich nicht in der Lage. Aber selbstverständlich. Dann benennen Sie bitte die Fundstelle und zitieren Sie richtig und vollständig. Ich habe mich ganz konkret und sachlich in diesem veröffentlichten Artikel in der Zeitung mit der Frage auseinandergesetzt, was für und was gegen die Verlängerung von Verjährungsfristen in bestimmten Bereichen des Zivilrechts und des Strafrechts spricht. Und dabei habe ich auch ausgeführt, was hinter bestimmten Forderungen steht oder nach meiner Überzeugung steht. Und dazu stehe ich und sage es auch heute noch einmal, wer die Forderung aufstellt, für bestimmte Straftaten außer Völkermord und Mord jegliche Verjährungsfristen aufzuheben, hinter dem vermute ich tatsächlich statt einer rationalen Kriminalitätspolitik eine Strafsucht, die in einem demokratischen Rechtsstaat nichts zu suchen hat. Also benennen Sie bitte die Fundstelle genau und zitieren Sie mich richtig, statt hier solche Verfälschungen zu veröffentlichen. Aber Herr Montag, Sie haben doch im Grunde genommen gerade bestätigt, ich bin der festen Überzeugung, dass gerade in diesem Bereich Kinder als Kind häufig nicht darüber reden können, sondern erst, wenn sie erwachsen sind. Deshalb braucht man eine längere Spanne, um überhaupt darüber reden zu können. Und also das als eine bestimmte Art zu qualifizieren, das macht schon deutlich, dass man eigentlich das wegschieben möchte. Wenn die Grünen sich dann, das habe ich gerade heute in der Hand gehabt in einem Bericht, ja, wenn die Grünen sich seinerzeit mit ihrer Forderung durchgesetzt hätten, was sie im Bereich Pädophilie in Teilen angedacht haben, natürlich nicht alle,
dann hätten wir heute die Debatte nicht, weil all das überwiegend straffrei gewesen wäre, was wir heute debattieren, zulasten von Kindern. Das, meine Damen und Herren, ist massiv gegen Menschenrechte gerichtet. Ich bedanke mich.